Willkommen Leute zu einem ganz besonderen gesponserten Opening und zwar dieses Mal zum Start der Yugi Reloaded. Und das Ganze ist erschienen im Jahre 2003, also vor 14 Jahren. Und Konami hat sich gedacht, okay, wir reprinten das Ganze mal in Englisch und das werde ich jetzt mal auspacken. Ich habe auch das Deck von Kaiba bekommen von Gate to the Games und ja, der Shop von Gate to the Games, also meine Sponsoren, und auch der YouTube-Kanal von denen ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr im Shop von Gate to the Games beim Bestellprozess den Code CREEPFAN eingebt, also CREEP großgeschrieben und FAN großgeschrieben, ohne Leerzeichen, dann bekommt ihr auf eure Bestellung 5% Rabatt. Ja, und ich finde es sehr schön, dass Konami hier alte Produkte wieder reprintet, weil das ist halt eine extrem nostalgische Erfahrung. Und ich glaube, dass sogar in den neuen Reloaded-Decks ein paar neue Commons drin sind, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Denn mittlerweile sind es hier 50 Karten und ich glaube nicht, dass es beim alten Deck auch so war. Na, wie auch immer, ich würde sagen, wir lesen erstmal den Text auf der Rückseite, wie immer. In ancient Egypt, there existed a force so powerful, it had been locked away for a millennia. Now one boy has released the power, it's time to duel. Ja, schöner nostalgischer Text auf jeden Fall. Und hier sehen wir schon mal die Kartenliste, wie gesagt in Englisch, auch die Karten werden Englisch sein logischerweise. Und hier sind auf jeden Fall einige coole Karten dabei, vor allem sehr nostalgische Karten. This starter deck reloaded contains 49 common cards, one ultimate card, one beginner's guide, one dueling guide and one game mat. For further information on the Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, please visit www.yugiohcard.com. Ja, so wie immer würde ich sagen, ne? Und dann würde ich sagen, öffnen wir das schöne Ding einfach mal. Es ist wie gesagt mega nostalgisch für mich, weil ich sowas schon Ewigkeit nicht mehr gesehen habe überhaupt, weil die Sealed Decks von damals sind logischerweise, keine Ahnung, 200 Euro wert oder so, von 2003, weil die halt irgendwann nicht mehr produziert wurden. Und ich frage mich, sind jetzt die alten Karten nichts mehr wert, weil jetzt das Ganze gereprintet wurde? Wäre irgendwie schade. Naja, ich würde sagen, wir machen das Ganze einfach mal auf und hoffen auf ein schönes, schönes Opening. So, wir drücken das am besten einfach rein. Wobei, nein, diesmal klappt das nicht. Beim letzten Mal hat es ganz gut geklappt bei einem Starterdeck-Opening, aber irgendwie ist das ziemlich gut verpackt hier. Holy shit. Na, mach auf. Doofe Box. Okay, die Box ist auf jeden Fall RIP. Die hebe ich ja normalerweise immer gerne auf, aber ich glaube nicht, dass die das möchte hier. Nein, will sie nicht. Okay. Na, wie auch immer. Hauptsache, die Karten bleiben erhalten. Die sind das Wichtige. So. Das ist echt gut verpackt. Holy shit. So, das war's. Dann würde ich sagen, legen wir das mal hier ins Bild. Und dann haben wir hier einige schöne Sachen. Schauen wir uns gleich an. Und hier ist das Deck. Das auch nochmal scheinbar ganz gut verklebt ist, oder? Bin ich jetzt blöd? Ach nee, das ist hier vorne drin. Okay. Ich dachte gerade, das wäre so ein Doppelplastik. Ist es, glaube ich, sogar auch. Wobei, nee, das ist nur so angewinkelt. Manchmal ist es auch so Doppelplastik, dass quasi so eine Plastikschicht drüber ist. Habe ich gerade erst gedacht. Aber nein, es liegt einfach vorne drin. Gut, dann kann der Müll erstmal weg, würde ich sagen, auf dem Boden. Ich denke mal, ihr habt sogar gehört, dass es runtergefallen ist. Und hier ist das wunderbare Deck. Wie gesagt, eine Ultimate und sonst so Commons. Und dann haben wir hier die Spielmatte aus Papier. Ganz klassisch. Witzigerweise haben wir hier logischerweise noch kein Pendelfeld und so. Finde ich interessant, dass die auch hier wieder quasi das alte genommen haben. Und ich finde es lustig, dass man da die Phasen erkennen kann. Ist für Anfänger auf jeden Fall eine gute Idee, finde ich. Dann vergessen die nicht irgendwie die Main Phase 2 oder so. Weil ich habe selbst schon erlebt, dass Anfänger gerne mal die Main Phase 2 vergessen. Na gut, ich würde sagen, wir packen das einfach mal weg. Dann, was haben wir hier? Das ist scheinbar, ah, okay, die Deckliste mit ein paar Tipps. Ah, okay, das ist scheinbar nicht mehr auf der Rückseite drauf von den Starterdecks, sondern, ja, auf so einem separaten Zettel. Beziehungsweise war es damals scheinbar so. Wobei, naja, das sind neue Sachen, okay. Ja, Movie Pack, Dark Side of Dimensions, Legendary Decks 2. Werden wir auch bald mal öffnen. Sehr, sehr cool. Okay, das ist quasi aktuell. Vielleicht machen sie es auch jetzt immer so, mit so einem separaten Zettel. Finde ich auch besser, weil auf der Rückseite von der Spielmatte, was will ich da mit Tipps? Das ist irgendwie komisch. Na egal. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Beginner's Guide. Da stelle ich mir jetzt die Frage, sind da schon die neuen Sachen drin? Also Xyz und so? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das hört ja schon auf. Okay, finde ich ein bisschen komisch, aber gut, ist halt, naja, ein Reprint von einem alten Set. Aber wenn sie schon Decktipps zu neuen Sets und so
da reinstellen, hätte ich eigentlich auch eine aktuelle Spielanleitung besser gefunden. Aber gut, wollten sie es scheinbar noch ein bisschen nostalgischer halten. Wie auch immer, ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal das Deck. Dafür sind wir alle hergekommen. Und das ist wahrscheinlich wieder relativ schwierig. Denn da gibt es meistens irgendwo eine Öffnungslasche, die ich aber nie finde. Ah, okay, so. Perfekt. Wieder Top Mint. Diese neuen Karten fühlen sich immer schön an. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben zunächst mal den Dark Magician in Ultra Rare. Ich glaube sogar ein Ultimate, oder? Habe ich mich da verlesen? Schau mal an. Ja, Ultimate. Ich habe Ultra Rare gelesen. Okay, ich bin dumm. Umso besser. Das ist natürlich eine sehr schöne Karte. Gefällt mir sehr gut. The Ultimate Withered in Terms of Attack and Defense. Mega nice. Dann habe ich auch bald ein Blue Eyes in Top Mint English Ultimate. Denn ich habe ja noch das Kyber Deck. Das gefällt mir sehr gut. Den legen wir einfach mal hier hin ins Bild, damit er darauf zu sehen ist. Dann haben wir noch einen Dark Magician in Kamenhalt. Einmal Mystical Elf. A delicate elf that lacks offense, but has a terrific defense backed by Mystical Power. Ja, 2000 Defense ist auf jeden Fall nicht so übel für ein Normal Monster. Auf jeden Fall eine der nostalgischsten Karten überhaupt, würde ich sagen. Dann den Giant Soldier of Stone, den Riesensteinsoldat. Kennt, denke ich, auch jeder. A Giant Warrior made of stone. A punch from this creature has earth-shaking results. Ebenfalls sehr schöne Defense und noch ein bisschen mehr Attack. Und witzigerweise auch eine Stufe 3. Dann Summoned Skull, kennt, denke ich, auch jeder. Mittlerweile ist es ja eine Archfiend-Karte, also eine Erzunterwäldler-Karte, gehört zu dem Deckthema. Und das zeigt mir auch, dass die Karten scheinbar, naja, komplett neu geprintet sind. Das heißt, die alten Karten werden nach wie vor was wert sein. Denn, naja, man sieht schon, dass es neue Karten sind. Und wenn das hier draufsteht, dann ist es eh ein neues Exemplar. A Fiend with Dark Powers for Confusing the Enemy. Among the Fiend-Type Monsters, this monster boasts considerable force. Boasts? Okay. Na gut, dann Neo the Magic Swordsman. Auf jeden Fall ein guter Beatstick. Ich werde jetzt nicht alle Karten vorlesen, nur die richtig klassischen, coolen Karten. Dann Gemini Elf. Eines der besten Beatsticks von damals. 1.9 war ultra gut. Auf jeden Fall nicht übel. Dann Dark Blade. Ebenfalls ein guter Beatstick. Ja, generell, hier gibt es halt ein paar coole Beatsticks drin in dem Deck hier. Was für Anfänger der damaligen Zeit natürlich eine tolle Sache war. Heutzutage sind die Karten aber nicht mehr relevant und nicht mehr spielbar. Dann den guten alten Kuribo, natürlich, der darf auch nicht fehlen. Wie kann man den denn bitte vergessen? Der muss hier rein, ist ja ein Yugi-Deck. Dann Buster Blader, hat ja neuen Support bekommen, ist mittlerweile ein Deckthema, ein richtiges. Finde ich auch sehr schön. Und hier kann man nochmal ein Kamen-Exemplar bekommen. Dann Four-Start Ladybug of Doom. Das habe ich keine so gute Karte. Ja, wobei, könnte ganz gut sein, der Flip-Effekt. Destroy all Level 4 Monsters your opponent controls. Könnte gut sein gegen manche Decks. Wobei halt die meisten Decks direkt aus ihren Level 4 Monstern Extra-Deck-Monster machen und dann, naja, bringt die Karte hier nicht mehr so viel. Dann Dark Magician Girl, natürlich, das dunkle Magier-Mädchen, das darf auch nicht fehlen. Eines der bekanntesten Monster von Yugi. Dann Skilled White Magician, davon haben wir direkt zwei. Und dann noch den Skilled Dark Magician, der mit drei Zauberzählmarken den Dunkle Magier holen kann. Auch direkt zweimal. Und auch ein guter Beatstick mit 1.9 auf jeden Fall. Dann Old Windisitive Magician. Das ist, glaube ich, so eine Art Menschenfresserkäfer. Genau. Ich habe eine etwas bessere Variante wegen mehr Defense oder so. Aber natürlich heutzutage auch keine gute Karte mehr. Dann Brecher Magischer Krieger. Auch eine gute Karte an sich, weil sie crusht the back row. Und bekommt halt 1.9 Attack durch die Zauberzählmarke. Diese bekommt, wenn sie halt genommen sammeln wird. Und ja, das ist durchaus eine gute Karte, auch heutzutage noch theoretisch. Gibt Schlechteres. Dann haben wir Double Costor. Die Karte ist halt gut für den Dark Magician, denn man kann sie als zwei Tribute verwenden für einen Dark Monster. Sprich für Dr. Magier. Dann haben wir Silent Swordsman Level 3. Level 3 noch ein weiteres Mal. Level 5 und kein Level 7, okay. Moment, gab es Level 7? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann sein. Auf jeden Fall eine schöne alte Levelkarte, wobei ich den Schweigsamen Magier wesentlich cooler finde von Yugi. Dann Green Gadget, Red Gadget und Yellow Gadget. Ja, habe ich schon alle drei sehr oft, weil ich ja privat auch das Gadget-Deck spiele.
teilweise. Und ja, das sind halt Monster, die sich gegenseitig raussuchen. Für Xyz-Decks ist es auf jeden Fall eine schöne Engine. Kann man nichts gegen sagen. Dann Electric Virus. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht hier drin erwartet, aber gut. Warum nicht? Ist halt gegen Maschinen- und Drachenmonster ganz gut. Not bad. Dann Magician's Valkyria. Die ist ziemlich cool. Ich persönlich finde die hübscher als das Dark Magician Girl. Aber das ist natürlich, naja, jedem selbst überlassen. Vergleichen wir sie direkt mal, würde ich sagen. Also ich persönlich finde dieses Design wesentlich cooler. Aber beides ist natürlich, naja, ein Klassiker und mega nice. Dann The Tricky ist sehr gut für Stufe 5 Xyz-Decks beispielsweise. Weil das Ding hüpft einfach mal aufs Feld, was durchaus immer eine nette Sache ist. Dann Dark Hole, natürlich. Schöne Retro-Karte. Immer noch sehr gut, auf 2 limitiert. Dann Swords of Revealing Light. Nicht mehr so gut, aber immerhin eine akzeptable Stall-Karte. Dann Black Pendant ist eine schwache Ausrüstung. Gibt 500 Attack dazu für alle Monster, glaube ich, genau. Und wenn es zerstört wird, dann macht es nochmal 500 Damage. Ist aber keine gute Karte. MRT hingegen ist natürlich immer schön. Dann Mage Power ist eine sehr gute Ausrüstung. Eigentlich die beste, die es gibt tatsächlich, wenn es um reine Attack und Defense geht. Dann Book of Moon. Ein guter Staple, würde ich sagen. Wird heutzutage nicht mehr so oft gespielt, aber ist aktuell noch auf 1 limitiert. Also die Karte kann auf jeden Fall was. Ist eins der besten, ja, Schnellzauberkarten überhaupt. Dann Thousand Knives. Auch eine Retro-Karte, eine schöne. Dark Magic Attack für, naja, das ganz normale Dark Magician Deck-Thema auf jeden Fall spielbar. Ist quasi so eine Art Harpies Flederwisch für Dark Magician Decks. Dann Magical Dimension. Okay. Warum nicht? Passt auf jeden Fall gut hierzu, würde ich sagen. Ancient Rules. Dann haben wir Magician's Unit. Ebenfalls eine schöne Magierkarte. Schön retromäßig. Gefällt mir sehr gut. Auch hier mit dem faszinierenden Kreis im Hintergrund. Schönes Detail. Dann Soul Taker. Kann man spielen in Simoshi Burn Decks theoretisch. Dann Shard of Greed. Keine gute Karte. Nicht spielen, liebe Anfänger in Yu-Gi-Oh! Wenn ihr das hier seht. Ist keine gute Karte, denn ihr müsst einfach zu lange warten auf euer Plus, das macht keinen Sinn. Dann Trap Hole ist, naja, nicht mehr so gut, damals aber auf jeden Fall akzeptabel. Wabuku nach wie vor eine gute Karte. Und meine Kamera erkennt sogar das Gesicht von der Frau hier, lustigerweise. Aber der ihn nicht irgendwie, naja. Kann man spielen in Paleozoisch beispielsweise, aktuell Meta. Oder auch in Stalldecks natürlich immer vertreten als Staple. Dann Spiegelkraft, ja, warum nicht? Gibt mittlerweile bessere Spiegelkräfte, aber nach wie vor ist es hier eine gute Falle. Also durchaus eine schöne Kammen. Dann der gute faszinierende Kreis, wie gesagt. Im Hintergrund von dieser Karte hier kann man ihn auch sehen. Ihr seht's, finde ich ziemlich cool. Ja, so eine schwache Phoenix Chain könnte man sagen. Gibt besseres. Dann Call of the Hunted. Immer eine gute Karte, wohl die beste permanente Falle überhaupt. Dann Magic Cylinder. Ja, akzeptable Burn-Karte, sag ich mal, aber ein bisschen aus der Mode gekommen. Dann Miracle Restoring, Zero Gravity und Rising Energy. Alles klar. Das war's auch schon mit diesem kleinen Opening. Wie gesagt, nochmal sehr cool, dass wir hier ein Ultimate Dark Magician gezogen haben und keinen Ultra. Da habe ich mich tatsächlich verlesen. Aber umso besser. So, nochmal danke an Gate to the Games für dieses kleine Opening hier. Das Deck von Kyber werde ich dann wahrscheinlich die Tage aufmachen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr den Shop von denen abchecken wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Denn da ist der Shop von denen und auch der YouTube-Kanal von denen verlinkt, ganz oben. Und wenn ihr einen Rabatt haben wollt von 5%, dann könnt ihr beim Bestellprozess den Code CREEPFAN eingeben. Creep großgeschrieben, Fan großgeschrieben ohne Leerzeichen. Und dann könnt ihr euch über den Rabatt freuen. Ja, und diese Karten hier bekommt ihr. Ich finde es persönlich sehr, sehr schön, dass Konami so alte Sets reprintet, weil, naja, es ist quasi unmöglich, nochmal heutzutage an Sealed Decks von damals ranzukommen, die wirklich noch original verpackt sind. Wobei das halt schon eine Sache ist, die man als Sammler richtig gerne mal aufmachen würde. Und so bekommen wir jetzt hier auf dem Kanal die Chance, so schöne alte Sets aufzumachen. Und ich hoffe, dass da Konami sich ein Herz fasst und auch mal die ganz alten Starter-Decks nochmal neu reprintet. Oder auch, naja, so GX-Decks beispielsweise oder so. Die halt noch nicht so ultra alt sind, weil leider wird in Yu-Gi-Oh! Meistens diese ganze Yu-Gi-Ära richtig hart gepusht, aber die anderen Sachen werden kaum gereprintet. Deswegen wäre es vielleicht mal eine Maßnahme, auch die Sachen nochmal neu aufzulegen. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Das Deck von Kyber kommt dann auch bald. Bis dann. Tschüss.